Entschuldigung, suchen Sie was? Ja, ich suche den Perron, wo der Alberg-Express wegfährt, um 20:13 Uhr. Sie meinen den Migranten-Express? Bahnsteig 1. Danke, bitte. Yes, servus, Herrmann. Lieber nicht, ich bin ein bisschen dreckig. Aber okay. Ja, es ist ja Ewigkeit gewesen, dass wir es immer mehr gesehen haben. Ja, es gibt jetzt viele, die sie nicht mehr sehen. Na ja, du meinst. Das wirst du bei mir nicht sehen, verstehst du? So gehst du alle, wenn er aufhört, in das Kamberger Derfte zum Heiligen, wie heißt er da? Zum Pfeifer? Zum Pfeifer. Am Donnerstag meistens noch 5, verstehst du? Wo wir aufhören, regt man Vierter. Ich muss wieder weiter, servus. Ja, was machst du? Rosenblatt! Ja, Rosenblatt! Mein Gott, Herr Bockerer, dass Sie gekommen sind. Ja, das ist nur ein Zufall. Ja, ja, ich verstehe. Mein Gott, Herr Bocker, jetzt eine Flasche Wein und Sie sagen, Ihr Blatt, Herr Rosenblatt. Und Sie sagen ein paar Kartulte mehr an und gewinnen einen. Abwehr Express, ab von 20:13 Uhr, fährt vom Gleis 1 ab. Ich muss mich leider verabschieden. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen revanchieren soll. Ah, gehen Sie, was denn? Es schaut zwar nichts aus, aber es kommt vom Herzen. Jude? Was fragst du mich denn aus, verwandter Judherrns? Weil Sie mit solcher Inbrunst... Was? Sie haben hinbrunst? Sie haben den Namen Rosenblatt gebrüllt. Na und? Den jüdischen Namen Rosenblatt. Das ist ja ein schöner Name, Herrns. Schaut sich der Führer, der am Frenz sogar, der heißt Rosenberg. Jetzt frage ich ihn, was ist das für ein Unterschied? Blatt und Berg, ha? Ist das bergarisch und Blatt jüdisch, Herrns? Kennen Sie meinen Kampf? Innen Kampf? Ich kenne nicht einmal innen selber, wie soll ich innen Kampf kennen? Bitte machen Sie doch keine blöden Witze, ich meine das Werk, das der Führer verfasst hat, in der Festungshaft. Ach so? Schreien tut der auch? Ich hab glaubt, das ist ein Redner. Wie heißen Sie denn? Bockerer, Karl und Sie? Falls noch, warum? Warum, wenn Sie nach meiner Namen fragen, müssen Sie nach vorstehen. Und überhaupt, hören Sie, innen Namen tät ja gar nicht schreien. Falls noch! Da hat's eine Dezent draußen! Hab ich die Ehre? Los, Herrn! Los, Herrn! Das ist ein unbeschreiblicher Trottel. Also eins muss man diesem Herrn Hitler lassen. Organisation exzellent. Spitze. Uns den bayerischen Hilfszug zu schicken mit Gulaschkanonen.